Machen wir einen Cut hier. Dann geht's auch weiter. Oh, da ist ein Kreisverkehr. Das ist neu. Passwort, Oberterrasse kommt dann als nächstes. Bonfurt, Donnersdorf. Königsberg 14 Kilometer, Haßfurt 6 Kilometer. Kommen wir bei Knetzgau raus. Bei Sandermain müssen wir rüber. Müssen wir abbiegen. Sandermain darf nicht durchfahren mit dem LKW. Das weiß ich noch. Müsste eigentlich Sandermain sein. Ne? Sandermain, Buch 4 Kilometer links weg. Das ist auch so eine kleine Ortschaft. Was? Ja, wurscht. Kann man gar nicht so schnell lesen. Mal du bleiben. Wird nachts die Bürgersteige hochgeklappt. Thank you.
Das ist das Ding. Das ist der Name schnell. Die Dose. Das sind komische Klappergeräusche von sich geben. Da müsste irgendwo die Vollgas sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Da ist die Feuerwehr. Gerade vor uns ist die Feuerwehr. Der Bahnhof von Asfalt. Asfalt ist auch eine schöne Stadt. Hast du auch einen Kreisverkehr gemacht? Die Ampel ist weg. Das ist krass. Wir nähern uns langsam Frankreich an. In Frankreich ist an jeder Straßenecke Kreisverkehr. Wirklich überall. Auf der Landstraße, in der Stadt, überall. Paris, wo ich durchgefahren bin. Das ist Uponor, Gewerbegebiet. Haben wir auch früher geladen, die schneiden plastikröhrlicher. Wir sind am Ortsende auf der linken Seite im Gewerbegebiet. Und da geht es dann links weg Richtung Königsberg, also man kann hier Richtung Ebern-Königsberg und da vorne am Kreisverkehr ging es eigentlich nach Königsberg in Unterfranken. Aber man kann auch hier, das ist die Umgehung und das andere ist wieder durch die Ortschaft durch. Hier noch Hasfurter Tagblatt. Oder kommt jetzt noch? War glaube ich noch hinter uns hier. Oder nee, kommt erst noch. Kommt noch. Hasfurter Tagblatt kommt noch. Das ist der Bau hier. Genau. Hasfurter Tagblatt, da steht es. Da ist Hasfurter Tagblatt. Da habe ich einmal, nein, zweimal eine Palette abgeliefert. Oder beziehungsweise abgeholt. Der Kollege nichts mehr geschafft hat. Ja, im Nahverkehr muss man wirklich alles kennen und können. Augsfeld. Der jetzt da vorne fährt, sieht man den eigentlich, ja, ein bisschen sieht man. Da müssen wir jetzt auch abbiegen. Richtung A70. Oder ist die A70, ne?
fahre nicht so oft nach Bamberg. Ich mag die Autobahn nicht. Ich mag lieber die A3 Würzburg Richtung Nürnberg. Da steht es auch wieder 7,5 Tonnen. Nein, 24 Tonnen. Hä? Haben Sie das wieder geändert? Also gut. Ja, A70. Gewerbegebiet Hafenzeile, Dana. Habe ich mal einen Blumenlaster übernommen. Für Coburg und Umgebung. Bei dieser Firma, wer ist das noch gleich? Bünsch? War das, glaube ich. Ist da vorne irgendwo. Und dann habe ich Obi und die ganzen Baumärkte angeliefert. Den ganzen Blümchen. Industriegebiet und Hafen, genau. Hier kann man dann auch nach Elbmann fahren. Hier war die Abbiegespur für Elbmann. Noch der Name von der Firma da vorne einfallen würde. Da haben wir eine schwere Papierwalze übernommen. Für Stuttgart. In Richtung Knetzgau, Coca-Cola, jetzt hier. Coca-Cola und der Schober. Der Schober ist ja auch. Macht eigentlich der Schober. Der Schober macht, glaube ich, Lebensmittellogistik. Wenn ich mich nicht irre. So, nachdem wir noch ein bisschen Zeit haben, fahren wir auf Krasdorf. Auf den Autohof, meine ich. Die Einfahrt.
Da kommen wir nicht rein. Das ist da drüben ist PKW. Da haben wir nichts zu suchen. Ja, das sieht man hier. Kommst du nächstes Mal raus. Riesen Sonntagsbrunch. Frühstück ab 3,50. Casino, hervorragend. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Casino. Ich fange die Asche an hier. Casino. Heiderlei.